Also wir haben uns vor allen Dingen in den letzten paar Jahren daran gewöhnt, uns über Suchmaschinen an etwas zu erinnern. Suchmaschinen nutzen wir als erste Navigation durch das Wissen der Welt, wenn wir nicht direkt zur Wikipedia gehen und dort alles finden, was wir aber in der Regel nicht bei allen Sachen schaffen. Und das Recht auf Vergessen ist, sagen wir mal, die erste europäische Rechtsprechung darüber, wie wir den Zugang zu all diesen Informationen, die im digitalen Raum abgespeichert sind, regulieren wollen und ob man da nicht eine individuelle Abwägung zwischen verschiedenen Rechten wie Persönlichkeitsrechten und Informationsfreiheit hinbekommen muss und kann. Und der Europäische Gerichtshof hat halt entschieden, Google als datenverarbeitendes Unternehmen, was so quasi eine Aggregationsleistung macht und sehr niedrigschwellig den Zugang zu Wissen bereitstellt, hat eine gewisse Art von Verantwortung. Und das Erinnern selbst wird nur erschwert, aber nicht unmöglich gemacht, indem halt die Originaldaten irgendwo gespeichert bleiben.